Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und ich weiß gar nicht mehr, was genau letztes Mal passiert ist. Auf jeden Fall habe ich es nach zweimal versuchen nicht geschafft, Mission BS2 zu schaffen. Sowas. Jedenfalls dachte ich mir, versuche ich es heute nochmal. Und ich weiß nicht, ob in letzter Zeit der Eindruck aufgekommen ist, dass mir die Spiele keinen Spaß machen. Also wenn ich sage, so richtig Lust habe ich nicht dazu, dann ist das eher so gemeint, dass ich es mir besser vorgestellt habe, aber nicht, dass ich jetzt total genervt bin und es nur spiele, damit ich eine Aufnahme fertig mache. Das mache ich nicht. Also das habt ihr ja auch schon bei Mortal Coil, glaube ich. Da hatte ich dann wirklich keine Luft mehr und habe einfach aufgehört. Da spiele ich dann auch nicht weiter, die Spiele, das sehe ich dann auch nicht ein. Aber ich spiele entweder weiter, so lange weiter, wie ich Spaß habe. Oder aber, wie ich denke, ich muss es noch ein Stück weiter spielen, um den Spiel gerecht zu werden. Und ich glaube, hier muss man das Spiel noch ein bisschen weiterspielen. Ich gebe zu, dass ich ein bisschen enttäuscht bin von dem ganzen Spiel, weil es mir zu unübersichtlich hektisch ist. Ich meine, ja, es ist ein Actionspiel und so, aber es ist wirklich sehr, sehr unübersichtlich. Ja, gefühlt ist es auch immer die gleiche Karte oder also es sieht irgendwie. Vielleicht mache ich eine Folge mal, in der ich euch Brigador zeige, was ja das moderne Remake davon ist. Vielleicht bin ich auch deswegen verwöhnt. Vielleicht schiebe ich gleich nochmal eine Folge Brigador hinterher. Weil ich denke mal, das wird so die letzte, vorletzte Folge sein. Müssen wir mal gucken. Okay, Intelligence discovered that this airport will be the deploy area of an elite enemy strike unit. Since this group may be a precursor to the new biomech military developments, it is probably prudent to terminate the fruits of the labors now. Okay, also oh, das wusste ich gar nicht, dass man da draufklicken kann. Siehste, hat sich schon wieder gelohnt. Starting chain reaction uses little ammo but can burn a lot of enemy resources. Was heißt das denn? Wie gibt's feindliche Ressourcen? This building is a command and control. Vielleicht, warte. Ich glaube, wir nehmen dann doch nochmal Mission 1, weil das habe ich nämlich vorher nie verstanden, was das da alles ist. Und es sieht anders aus. Okay, also die Karten sind dann doch schon anders. Interessant ist auch, dass die Karten in Rendering wirklich sind von der aktuellen Karte. Ich meine, hier können wir uns ja dran erinnern. So, dann können wir hier nochmal gucken. Okay, das ist die Landing Zone. Subject 1, destroy the biomech generation gestation pod area. This will reduce the enemy's ability to recoup their losses. Heißt das dann für die aktuelle Mission, ob das wirklich Auswirkungen hat auf die aktuelle Mission oder auf die nachfolgenden? Moment, muss das trinken? Was heißt das hier unten? System Intake, Blood Orange. Egal, musste wahrscheinlich nur was Cooles stehen. Destroy this. Okay. Also die beiden müssen wir kaputt machen. Destroy this control tower, which coordinates all air information. Ah, information, okay. These two planes are being fitted with weapons. Stop them from flying. Extract, okay. Da ist der Extract. HQ believes that these three hangar stores used biopods, destroy them. Okay, und das hier unten. Damage Biomechs Early Warning System. Also ist es vielleicht am besten, hier unten erstmal hinzufahren? To make Strike Team Insertion safer for later missions, we have decided to neutralize Biomechs main radar installation. This means Biomechs cannot retaliate until our dropship is leaving their airspace. Okay, also, Okay, das haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, dass wir eigentlich ziemlich gut ausgerüstet waren. Ich wollte nur mal irgendwo Hadesbombe, Niedle, nein. Es ruckelt wieder. Aha. Leider weiß ich nicht, was irgendwas hiervon macht.
weil es im Handbuch nichts darüber gibt. Also ich habe das Handbuch nochmal hier liegen. Ich blätter nochmal nach. Auch im Französischen gibt es nichts über die Power. Also es gibt Power-Ups, habe ich das schon mal vorgelesen. Munition, Bonus, Chaos, Energie, Waffe, Schild, Turbo. Das sind die, die man im Spiel findet. Einsatz Waffenlager. Hier steht nur, hier rüsten Sie Ihre Reds für den kommenden Einsatz aus. Die drei Reds haben alle die gleiche Ausstattung, darum sehen Sie nur einen. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen enttäuscht. Die haben alle die gleiche Ausstattung. Übrigens, Reds sind nicht mit Waffen bestückt, es sei denn, Sie kaufen welche. Also, erst kaufen, dann raufen. Haha. Wenn Sie eine Waffe von dem Red herum auswählen, rufen Sie die Waffenliste auf. Die Abbildung zeigt den allgemeinen Typ der verfügbaren Waffe. Auf der Liste finden Sie die spezifischen Waffen, die Sie kaufen und Ihrem Red installieren können. So präsentiert zum Beispiel der Eintrag auf der Granatwerferliste einen anderen Granatwerfer mit speziellen Stärken und Schwächen. Genau. Aber nirgendwo werden diese speziellen Stärken und Schwächen aufgelistet. Ja, hier wird es noch gesagt, okay, Sie können auch Auto machen. In der Waffe finden Sie Gegenstände, die nicht unbedingt als Waffe klassifizierbar sind. Doch nützliche Ausrüstungsgegenstände. Die Reds wirkungsvoller. Also ignorieren Sie diese nicht. Einige Verbesserungen wie die besseren Scanner sind tatsächlich extrem nützlich. Experimentieren Sie mit diesen Optionen herum, bis Sie Ausrüstung besitzen, die am besten zu Ihrer Taktik passt. Also es ist schon mal ein riesiges Problem, finde ich, dass hier nicht erklärt wird, was welche Waffe ist und welcher Ausrüstungsgegenstand. Es wird auch hinten nicht erklärt. Ich meine, ich habe jetzt so ein leichtes Déjà-vu, das habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich höre jetzt auch auf. Wird merkwürdigerweise hier überhaupt nicht erklärt. Also, ja. Ich weiß nicht, wofür was ist. Ein Shield kommt mir jetzt praktisch vor. Das hat 15 Ladungen und kostet 500. Das können wir ja mal kaufen. Ich glaube, dann nehme ich so einen Scanner 3 auch noch dazu. Mehr Platz haben wir nicht, ne? Ah, Moment. War das nicht so, dass ich jetzt hier auch noch Mount, ne? Warum kann ich den jetzt nicht mehr... Achso, hier. Kann ich den hier noch erhöhen? Ne. Weil hier kann ich jetzt noch Munition kaufen. Das hatte ich bis jetzt noch nie geschnallt, dass man hier die Munition erhöhen kann. Ändert, glaube ich, jetzt an der Grafik nichts, aber es geht. Kann ich hier noch für die restliche? Nee. Nochmal einen Schluck. Let's get some lead in the air. Okay. Also linke Maustaste ist hinfahren, rechte Maustaste ist schießen. Wenn ich hier jetzt drauf... Ich warte einfach, bis die das selber machen. Selber kaputt machen. Hier Map. Korrespondiert das? Ja, tut es, ne? Also erstmal muss ich hier unten hin. Kommt man so einfach nicht, ne? Hier sind Minen. Und halb transparente Gegner. Ich weiß noch nicht, ob das... Das sind Minen, hatte ich schon erwähnt. Okay, offensichtlich muss ich hier erstmal die Dingens ausschalten, bevor ich hier rankomme. Das ist ein Schild. Das ist unterschiedliche Schilde, also die muss ich an unterschiedlichen Stellen ausschalten. Hier ist auch ein Schild und das sind natürlich dann Sachen, wo ich welches Schild ausschalte, sehe ich dann, wenn das Licht angeht, nach dem Motto. Hier war irgendwie was. Okay, die explodieren schon mal gut. Ja genau, man muss die hier gegen schießen, fahren. Ich glaube, hier muss man gegen schießen. Dann geht das aus, genau. Ich versuche das jetzt. Letztes Mal war das alles ein bisschen chaotisch, was ich gemacht habe. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ist jetzt 2 Wochen her, Urlaub und so. Aber ich versuche das jetzt ein bisschen
mit mehr Logik zu machen. Langsamer. Ein Actionspiel langsamer mit Methode zu spielen, ne? So, das ist offen gegangen. Hier gab es aber nur Schild. Ammo. Ich weiß nicht, wofür die Ammo. Wofür die Ammo ist. Die bringt jedenfalls nichts für die Plasma. Vielleicht ist das so gebalanced, dass die Plasma halt nicht wieder aufgeladen werden kann. Hat es was für die Plasma? Ich meine, ich habe Plasma doch auch wieder aufgeladen irgendwann, oder? Oh. Sind wir hier gelandet? Nee, das ist jetzt die obere Seite davon sozusagen. Okay. Hier ist, sieht man den Schaden, den wir erlitten haben. Okay, das hat jetzt gar nichts gebracht hier. Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Nee. Ah, hier war doch der Flieger, den wir am Starten hindern sollten, oder? Oh, explodiert denn der nicht? War das jetzt ein Missionsziel? Vielleicht auch nicht. Komme ich hier jetzt rein? Nee. Was gut ist, ich habe glaube ich keine Zeitbeschränkung. Da kann ich mir Speed up, ja, noch schneller. Kann ich mir Zeit lassen. Ich halte jetzt die rechte Maustaste natürlich gedrückt. Ich klicke jetzt nicht die ganze Zeit. Oh, der ist aber wirklich fix geworden. Komme ich denn hier hinten irgendwo hin? Soll ich die Flieger abschießen? Nee, ne? Dieser dicke Pfeil da auf der Karte ist aber auch so semi-hilfreich, hä? So auch nicht kaputt oder braucht halt mehrere Schüsse? Ah. Ja, genau, ich erinnere mich dran. Hier waren die Luftdingsies. Jetzt Moon dazu gekriegt? Ne. Das hat sich gelohnt. So, ich habe die Raketen ausgebaut. Upsi. Jumpjets werden. Mal, ah, Leertaste. Ich dachte, vielleicht sind Leertaste Jumpjets. Aber es gibt nicht. Ich habe die Tastaturbelegung mir angeguckt. Da gibt es sowas nicht. Ah, hier. Hier geht's weiter. Okay, aber jetzt bin ich zwar hier oben drauf. Aber ich komme da trotzdem nicht rein. Fehlt mir wahrscheinlich noch ein. Ah, hier. Ah, das mit den Beamern, ja. Daran erinnere ich mich. Ne, ich will hier runter, aber ich will nicht durch den Beamer, weil ich meine, ich muss hier erst was aktivieren. Wie komme ich denn da oben drauf? Also. Hallo? Scheinbar hatte ich wohl 1 gedrückt. Okay. Hallo? Oh. Ja.
Isometrische Perspektive, das ist manchmal so ein bisschen ungünstig. Das sieht aus, als würde ich von hier runterfahren können, aber ich muss von dieser, die dahinter liegt. Also, kommen immer wieder welche hinzugebeamt. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie abstellen kann. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, hier war ich das letzte Mal nicht. Dazu. Irgendeine Sektion heruntergefahren. Aber. Vielleicht hier noch was? Ne. Gegen die Luft anhalten kann ich nichts machen. Das habe ich letztes Mal schon versucht. Da fliegen die ganzen Schüsse durch. Das bringt so nichts. Okay, nochmal ein Blick auf die Karte. Hier, das habe ich gemacht. Okay. Muss ich jetzt wieder zurück? Ich habe jetzt hier irgendwas aufgemacht. Ah ja, genau. Hier war ja der Beamer. Okay, der beamt mich irgendwie wieder zurück. Nochmal. Wo bin ich denn hier? Hier muss ich doch irgend so ein Radar-Ding kaputt machen, oder? Dafür so eine harte Hadesbombe bestimmt gut. Die habe ich natürlich nicht eingepackt. Geht auch so. War's das? Weiß es nicht so richtig. Hier ist jetzt auch offen. Ach nee, das Ding. Ah, okay. Nein. Oh. Bin da runtergefahren. Hier irgendwo, oder? Also es ist. Es macht. Also. Allein durch den Levelaufbau wird es schon interessant. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Muss ich durch die No-Fly-Zone da hinten? Scheint so. Hier ist ja auch kein Objective mehr, was ich noch machen muss. Okay. Hier irgendwas aufgegangen? Nee, ne? Ja, bin dann mal weg. Hallo? So, und hier wäre ich jetzt gerne raus, ohne den Beamer zu benutzen. Beamer, Teleporter, Transporter, whatever. So. Hier sonst noch was? Ne. Und immer schön vor den, wenn man nicht zufällig stehen bleibt, Bombern wegfliegen. So, was habe ich denn jetzt geöffnet? Kann ich hier vielleicht dieses Super abgreifen? Was ist denn das Super? Ah, Chaos ist super. Ja, da hat man unendlich Munition irgendwie. Und auch alle Waffen. Was auf den ersten Blick ganz cool ist. Oh, ich habe irgendwas aufgemacht. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Auf den zweiten Blick. Sehr ruckelnd.
Okay, ich glaube. Ah, hier, die muss ich auch kaputt machen. Gehen die kaputt? Immer meine ich gelesen zu haben, dass man dieses rote, was herausfließt, dann aufhängen machen muss, aber so Key Objectives habe ich eigentlich alle, oder? Wo war jetzt noch gleich? Wo wurde ich abgeholt? Okay, die muss ich jetzt noch machen. Ist ja irgendwo auch hier was aufgegangen. Der war hier auch noch nicht, oder? War man nicht. Okay, dann hier rüber, hier. Okay, der ist noch zu. Dann muss ich jetzt doch wohl hier wieder auf die andere Seite. Oh, scheint so. Okay, das ist jetzt alles irgendwie offen. Aber ich muss, glaube ich, darauf achten, nur die Grünen zu treffen. Weil die Roten scheiße sind. Ach, ich glaube, das Geld schenke ich mir. Da kommt man so schlecht dran. Geldmäßig ist jetzt auch nicht mehr so gut. Muss doch irgendwo noch mal. Nein. Oh, ja. Score ist sowieso. Ist mir Latte. Hier oben werde ich abgeholt, ne? Oh, das Spiel geht weiter, wenn man in der Karte ist. Okay, das habe ich auch nicht gescheckt. Oh, hier ist ganz doof. Oh ja, ich bin auch gleich kaputt. Das hat jetzt irgendwie dann doch reichlich mehr wehgetan. Ist es vielleicht so, je mehr Objectives man hat, je schwieriger wird es? Warum zeigt das Ding jetzt nach unten? Der Fall hier. Verstehe ich nicht. Ah, okay, hier ist das. Gut. Hier brauche ich nichts. Steht nicht auf meiner Einkaufsliste. Okay. Hier oben. Hier? Okay. Kaputt. Also es kommt mir doch sehr schwer vor, was daran liegt, dass es, glaube ich, nichts zum Heilen gibt in der ganzen Karte, ne? Ich bin unschlüssig. Ich bin wirklich unschlüssig. Ich kann das jetzt neu laden. Kann ich hier, wo kann ich hier noch mal hin, um euch was uns
euch uns was anderes zu zeigen? Nee. Ich guck mal wenigstens diese Karte nochmal an. Simple Hit and Run. Ich glaube nicht, dass man hier was ausschalten kann. Sieht fast genauso aus wie die Karte, die wir eben hatten. Dass man hier was ausschalten kann und dann das auf der Karte einfacher wird. Das glaube ich nicht. Alles ziemlich gleich aus. Machen wir das mal. Ich mach mal Auto. Okay. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und obwohl wir das Schild letztes Mal dabei hatten. Ja, okay. Ich denke, das sind halt so Kartensets, aus denen dann die unterschiedlichen Sets zusammengebaut wurden. Eigentlich ist das Spiel gar nicht so schlecht. Hat wirklich einige gut coole Ideen. Leider, ich weiß nicht, Geschwindigkeit verkackt. Also es läuft auf jeden Fall nicht so, wie ich sagen würde, dass man es von einem Spiel von 96 erwarten würde. So ein bisschen wie Crusader, oder? Ich meine, von der Isometrie und so ein bisschen schneller. Und Crusader benutzt ja die Pagan Engine, also die Ultima 8 Engine. Und die war ja auch schon, weiß ich nicht, nie so gut. Die Crusader ist reich super, das wollte ich damit nicht sagen. Aber vielleicht, dass irgendwie ISO-Spiele Probleme haben. Kann ich Minen zerstören? Nein. Aber alles andere drumherum. Gore Cache. Ja, man kann wirklich alles zerstören. Das ist schon ziemlich cool. Aber ich wünsche mir immer mehr, dass es cooler wäre, wenn es rundenbasiert wäre. Weil das ist mir. Vielleicht bin ich das auch. Es ist mir einfach viel zu hektisch. Es ist mir viel zu hektisch. Ich glaube, ich mache gleich nochmal eine Folge, in der wir uns Brigador angucken. Ich meine, ich mache das ja nicht oft, dass ich Neu und Alt mische. Es gab ja auch mal Reinvented, wo wir uns alte Spielideen in neuer Verpackung sozusagen angesehen haben. Aber ich glaube, man sollte hier mal eine Ausnahme machen. Das System Shock haben wir ja auch den Sourceport gespielt und so. Ich denke, das können wir mal machen. Mache ich gleich noch eine Folge und dann sehen wir uns vermutlich in der nächsten Woche oder so wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.